Der Hymer XSI Original 580 Pure auf Basis Citroën. Voll integriert, sehr, sehr kompakt. Das ist die Baureihe XSI. Mit einer Breite von gerade mal 2,22 Meter kommt man damit auch in, ich sag mal, südliche Urlaubsländer mit wenig Platz sehr gut rein. Wir sind beim Freistaat in Sulzemoos. Vielen Dank für die Bereitstellung der Fahrzeuge. Fahrzeugpreis 76.970 Euro, also rund 30.000 Euro. Na, stimmt nicht ganz, 25.000 Euro günstiger als das Schwestermodell, was ich eben gefilmt habe für euch. Also wenn ihr den sehen möchtet, hier steht ein XSI 678 für knapp 100.000 Euro. Und das ist dann das etwas kleinere Pendant, der EX 580. Aber auch hier richtig viele Ausstattungsmerkmale mit drin. Eine Wide-Angle-Kamera, also mit einem sehr, sehr weiten Winkel, dass ich also auch die Seiten sehen kann mit Beleuchtung. Und eine Rückfahrkamera mit dabei, den ich als Rückspiegel verwenden kann. 2x11 Kilo Gas. Eine Kassettentoilette mit drin und eine große Garage. Die kann ich euch gleich mal zeigen, dass ihr das Ganze mal seht. Heute filmen wir am 15. März 2021. Die neuen Modelle. Modelljahr 2021. Große Garage. Das Ganze natürlich auch beleuchtet. Hier habe ich eine Lampe mit drin. Kann ich einfach hier aktivieren, an- und ausschalten. Und hier schon mal Details. Also hier passen locker zwei E-Bikes rein, die ich hier bequem laden kann. Und hier habe ich dann den zentralen Wasserhahn mit dabei und eine Beladungskapazität von 350 Kilogramm. Also da ginge dann auch ein Roller rein. Große Garage mit drin. Eine Thule Omnistor direkt oben. Hier ist die Wasserbefüllung. Und das Fahrzeug mit einer Länge von 6,94 Meter, immer noch unter 7 Meter, also in einem sehr kompakten Bereich. Der Hymer XSI Original 580 Pure. Grundpreis sind knapp 65.000 Euro. Und integriert schon einen 32 Zoll LED-Flachbildschirm mit drin. 2,22 Meter Breite, ich habe es eben kurz erwähnt. Die Gesamthöhe 2 Meter und 77. Eine große Baueraufbautür. Da hat dann auch noch der Mülleimer Platz. Und das Ganze ist natürlich auch hier verdunkelbar. So, auf geht's rein. Trittstufe von Thule. Ein sehr, sehr tiefer Rahmen. Das fällt direkt auf. Man hat also gar keinen Stress, hier einzusteigen. Und ich habe also hier jetzt einen sehr, sehr offenen Raum, wenn ich hier stehe. Fliegengitter ist natürlich integriert. Das kann man einfach hier zuziehen. Ein Hubbett ist mit drin. Das hatte eben der Kollege auch nicht. Und da ist der große 32 Zoll Fernseher, der dann entriegelt wird. Hier über diesen Taster. Und den kann ich dann auch im gesicherten Zustand einfach einklappen und habe dann das Ganze fest wie ein Bild fast integriert. Sitzgruppe, graues Polster, trotzdem helles, sehr wohnliches Holz. Eine manuelle Klimaanlage mit drin, 6-Gang Schaltgetriebe hier bei Citroën. Und wieder mal die Aufbautür extra mit elektrischem Fensterheber. Ich mache den mal kurz auf. Seht es mal. Also da unten habe ich meine Aufbautür mit drin. Spiegel sind natürlich elektrisch verstellbar. Ich habe große Spiegel hier mit dabei für eine Rundumübersicht und noch ein Panoramaspiegel. Das große Kennwortsystem mit Garmin. Navi eingebaut, Freisprechinrichtung und hier kann ich übrigens schalten, dass es entweder über die Bordbatterie geht oder über die Aufbaubatterie, das Navi, sodass ich dann auch im Auto
ohne Zündung Musik hören kann. Ja, es sind viele Gemeinsamkeiten zum Schwestermodell. Und hier oben habe ich dann das Hubbett, das sehr, sehr groß ist, wo also zwei Erwachsene locker Platz haben mit Leselicht und hast du nicht gesehen, könnten auch drei Kinder drauf. Also wirklich sehr, sehr groß. Ich schreibe euch die technischen Daten vom Hubbett nochmal in die Beschreibung vom Video mit rein. Das Ganze mit einem Druck einfach hochzuziehen und zusätzlich habe ich dann nochmal hier vorne Sonnenblenden mit drin. Die kann ich also hier, falls es mich denn stört, in die Position bewegen, wie ich es dann brauche. So, Doppelboden beheizt. Hier unten drunter, da laufen die Luftschläuche durch. Das sieht man eigentlich recht gut. Ein höhenverstellbarer Tisch hier. Auch der ist in alle Richtungen verschiebbar. Hier habe ich ein kleines Brett. Kann ich also die Küchenarbeitsfläche verlängern. Und hier die wichtigsten Schalter direkt am Eingang, wie zum Beispiel auch Licht, dass ich dann ganz bequem an- und ausschalten kann, direkt vom Eingang aus. Kochfeld, drei Flammen Kochfeld mit Bier zur Zündung. Eine Spüle, relativ tief und ein Multifunktionshaken mit dabei. Und das neue helle Holz, das ist die Holzoptik. In einem Naturton Trend in Küchen gewesen vor einigen Jahren. Alle Küchen waren in einem Holz und das ist dann das Bedienpanel mit den wichtigsten Funktionen wie Batteriespannung und so weiter. Das ist hier da und dann noch jede Menge Schubläden, die sehr breit sind. Gehen also über die komplette Breite hier und hier kann man dann bis maximal 15 Kilogramm pro Auszug dann belasten und hat Platz auch hier unten für große Töpfe. Ein Schritt weiter, hier der Tedford Kühlschrank mit Gefriereinhalt ist hier und ganz toll der Kühlbox hier unten, wo ich dann auch meine kalten Getränke und so weiter einfach reinstellen kann. Hier unten ist dann noch ein kleines Fach mit drin. Und der Kleiderschrank. Also doch ein etwas anderer Grundriss wie eben. Also für vier Personen ist das Fahrzeug dann geeignet. Eigentlich auch hier weniger ist mehr, was auch das Thema Mitnehmen angeht. Hier sind zwei Kleiderschränke für hängende Kleider drin. Hier sieht man schön die Stangen dann mit dabei. Und da ist dann nochmal die Möglichkeit zum Ausruhen. Auch hier kann man natürlich auch alleine mit verreisen mit so einem Fahrzeug, gar kein Thema. Aber ich sag mal mindestens zwei Personen, das macht dann viel mehr Spaß. Oder es können noch vier mitfahren. Eine Treppe ist hier eingebaut. Die kann man einfach rausfalten. Das Ganze wird einfach hochgezogen und kann dann nach vorne ausgeklappt werden. Falls ich dann das Erweiterungskissen damit reinmache, kann ich also komplett die Treppe hier vorne dann nochmal ausfalten und ausklappen. Das ist dann die Trittstufe hier dabei, sodass ich also, wenn ich das Ganze jetzt erweitere, das ist das Teil in der Mitte, was ich einfach hier reinlege, um dann die Erweiterung zu haben mit dem Ausgleichspolster, was hier in der Mitte liegt. Ja, ein schickes Detail mit der Treppe. Und auch die kann man dann einfach wieder einklappen und problemlos verstauen und hat die dann komplett zu. Da ist die Heizung. Hier ist noch ein kleines Fach. Mit Beleuchtung auch. Und hier mal wieder ein großer Kleiderschrank. Zusätzlich nochmal der von oben dann auch zu begehen ist. Das sind die Kopfstützen mit drin, falls man dann doch Leute mitnimmt.
Und die Halterung für die Kopfstützen an der Seite, die Löcher hier vorne. 230 Volt Stromkasten und jede Menge Stauschränke. Und hier sogar noch ein kleines Detail. Hier hat man dann nochmal die Möglichkeit, was aufzuhängen. Wie, ich sag mal, Sachen, die man hängend einfach haben möchte. Wie, ich sag mal, hier auf der einen Seite Jacken zum Beispiel. Und andere Kleider. Zwei Schränke an der Seite und hinten auch mal wieder Leselampen mit drin. Und jede Menge Steckdosen, dass ich also hinten alles aufladen kann, um glücklich zu sein. Hier nochmal auf der Seite ist nochmal der gleiche Schrank. Und zur Vereinzelung dann mein Vorhang, den ich einfach zuziehen kann und kann dann hier öffnen und mich komplett hier vereinzeln zu machen. So, Bad ist hier getrennt. Ist kein Raumbadkonzept in dem Sinne, sondern hier eine Duschkabine, die ich einfach zuziehe, die oben an der Seite ist und wo ich dann die Möglichkeit habe, einfach die Mitte zu mir zu ziehen und das Ganze dann zu ergänzen. Große Toilette mit viel Beinfreiheit. Also da habe ich jetzt gar kein Problem, Platz drauf zu nehmen. Überhaupt viel Freiheit bei dem Auto und jede Menge Stauraum noch hier oben. Da ist der Wasserhahnschalter. Hier ist die Zwangsentlüftung. Hier oben sieht man es schön. Und hier ist dann nochmal zusätzlich ein Haken, wo ich dann nochmal Sachen aufhängen kann, die zum Beispiel nass sind, wie ein Handtuch oder andere Dinge. Richtig schöner Wasserhahn mit dabei. Und unten die Sicherung, damit ich das während der Fahrt nicht öffnen kann. Die nehme ich natürlich raus, wenn ich angekommen bin. Und das ist dazu da, dass ich das dann ganz normal benutzen kann, wenn ich drauf treten muss, wenn ich zum Beispiel auf Toilette gehe. Also das ist das Badezimmer. Spiegel nochmal direkt am Eingang. Der ist auch komplett hoch, dass ich mich komplett sehen kann da hier drin. Und dann auf der anderen Seite, wie schon gesehen, dann die Küche und der Kühlschrank. Über mir großes Heki, ich setze mich mal hin. Also das ist jetzt der Blick auf den Multimedia-Bereich, Fernseher und Co. Und da ist jetzt mein Beifahrer, auch den Sitz kann man natürlich drehen. Und eine große einladende Sitzgruppe gegenüber von der Küche. Hubbett, auch hier Detail. Ich habe also hier meine Lamellenvorhänge, kann die einfach schließen. Das Ganze geht auch sehr schnell. Es klappert nicht, ist auch ein Riesenvorteil und ist sehr, sehr robust. Cooles Fahrzeug. Ja, die Qual der Wahl ist es mal wieder. Also es gibt wieder viele neue Modelle und hier habe ich natürlich ein, ich sag mal, relativ preiswertes Modell auf Basis Hymer XSI. Immer noch viel Geld, aber nochmals rund 25.000 Euro günstiger wie der Bruder daneben. Der Hymer XSI Original 580 Pure Sauvignon Oak heißt das Möbeldekor und die Stoffkombination heißt Corfu. Und hier sieht man die Raumaufteilung und nochmal genau die Längen. 6,94 Meter, 2,22 Meter Breite und 2,77 Meter Höhe. Ja, wir sind im Freistaat am 15. März 2021. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lassen Sie uns doch ein Abo da. Es ist kostenlos. Dann bekommen Sie immer die neuesten Filme automatisch angezeigt, wenn Sie die Glocke auch noch aktivieren. Und ja, wenn nicht, dann nicht. Auch nicht schlimm, Sie können es auch ohne Abo schauen, aber ich würde mich sehr freuen, wenn Sie uns abonnieren an alle Fernsehzuschauer. Wenn Sie das sehen auf YouTube, auf dem Kanal German Television, da sehen Sie alle Filme nochmal. Mittlerweile, ich denke, über 1000 allein Wohnmobilfilme, rund 4000 Filme sind dort online. Danke fürs Einschalten. Tschüss.